Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Master Builders, meiner wohl am längsten laufenden Minecraft Minispielserie. Und wir werden mal sehen, was wir so jetzt als Thema haben. Zirkus. Eieiei. Na gut. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in den letzten 10 Sekunden und ich werde mal sehen, was ich so verzapfe. Bis gleich. Oh nein. Das ist nicht gut. Nicht gut. Oh, das kann nicht gut sein. Ja. Da sieht man dieses bizarre Bauwerk, was ich hier verzapft habe. Aha. Ein Zirkus. Oder einfach nur ein Zelt. Keine Ahnung, was das für ein Thema sein soll. Auf jeden Fall kein gutes. Ich bin sprachlos. Und meine Augen bluten. Und weg ist es. Aha, ihr Käse wird gesprengt und natürlich gleich Rage Quit. Und das ist alles. Alles. Außer Zirkus. Entweder ich bin zu anspruchsvoll oder das Thema ist halt Müll. Und selbst wenn meins gesprengt wird, ist das kein Grund. Ich hoffe mal, sie erkennen, dass es ein Clown ist. Bitte, erkennt, dass es ein Clown ist. Sonst mache ich Rage Quit. Ach, doch nicht. Puh. Ich hätte natürlich keinen Rage Quit gemacht, weil... Wow, ein schickes Geschenk. Naja, nee. Was ich sagen wollte ist, nur weil die Sache gesprengt wird, heißt das nicht, dass man gleich abhauen darf oder braucht. Und warum gucke ich da zur Seite? Noch ein Geschenk. Und natürlich haut er ab. Anstatt zu warten, bis es zu Ende ist. Naja. Bei Zirkus erwartet man mehr als nur das Zelt. Weil man in den 4 Minuten... Nee. Nee, nee, nee. Yep. Uiuiui. Ich kann mich kaum an Rimpen erinnern, wo es so deprimierend war. Dass so viel in die Luft gesprengt wurde. Toll, das könnte auch ein Fußballstadion sein. Das ist wirklich eine explosive Runde. Ja, das ist auch ein Zirkus, ich weiß. Aber da, über diese Clowns kann keiner lachen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Achso, ein Elefant, der irgendwas macht. Entweder das gewinnt, beziehungsweise ich möchte ja nicht zu... ich möchte nicht zu böse sein, aber entweder das mit dem Elefant gerade gewinnt oder meins. Eieiei. Hier fliegt ja alles in die Luft. Da kann ich ja echt von Glück reden, dass meins nicht geflogen ist. Ach, ich will nicht so böse sein und ständig nur mal Eiser Bleeding geben. Ups, habe ich vergessen zu geben. Aber es ist trotzdem in die Luft geflogen. Wer hat gewonnen? Wow. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Man hat also erkannt, mein Clown, der eigentlich eine... diese Aufblasfigur in der Hand hat und durch das andere hat er was springen lassen. Nicht schlecht. Okay. Nach dieser letzten sehr seltsamen Runde sind wir nun hier in Runde 2. Und wir sehen uns hier in einer neuen Arena wieder und mal sehen, was für ein Thema wir jetzt angehen werden. Gingerbread Man? Lebkuchenmann. Ach so. Passt ja schön zu Weihnachten. Aber ich habe hier seltsamerweise keinen Plan. Und das heißt, es kann nicht wirklich was Gutes dabei rauskommen. Naja, wir sehen uns in den letzten 10 Sekunden wieder, wo man die
wo man denn sehen kann, was ich so verzapft habe. Bis gleich. Uiuiui. Da wären wir wieder. Und bei dem hier. Wobei ich es erst gar nicht versuchen brauche, weiterzubauen. Tada. Ach so, ein Bäcker, der seinen Lebkuchenteig-Typen bäckt. Ja, es ist okay. Auf jeden Fall besser als das Grauen, was mich in der letzten Runde erwartet hat. Ein sehr verformter Lebkuchenmann. Der hatte wohl einen schrecklichen Unfall. Ist okay. Wenn er ein bisschen gleichmäßiger geformt wäre, vielleicht ein gut. Okay, der hat einen noch viel schlimmeren Unfall. Nee. Ernsthaft. Das ist ein Kreuz mit zwei Augen. Ja, und wie der eine sagt, 5 Minuten für sowas hier. Ernsthaft. Sehr schön. Wirklich schön. Wenn das Thema Gift gewesen wäre oder Freundschaft. Friendship. Steht ihr meins überhaupt noch? Ein Lebkuchenmann, der gebacken wird. Ich hoffe mal, die Leute verstehen, worauf ich hinaus wollte. Ein zu backendes Lebkuchenmännlein. Ja, sonst wäre es ja in die Luft geflogen. Ja, das ist bis jetzt der Beste. Da bin ich sogar bereit, ein Gut zu geben. Ein Lebkuchenmann mit einer Zuckerwattestange. Wirklich nicht schlecht. Das ist ein Hund, der einen Lebkuchenmann kaut. Die Idee ist nicht schlecht. Finde ich zumindest. Und dann wollen wir mal schauen. Das ist gar nichts. Ernsthaft. Das ist ein Ei mit einer Halskette. Keine Ahnung, was das sein soll. Hui. Niedlich. Ist okay. Zumindest war es das, was ich erkannt habe. Was auch immer, was für ein Witz das sein soll, ich verstehe ihn nicht. Ernsthaft. Das ist grausam. Klar gefällt dir dein eigenes. Nee. Es ist einfach schrecklich. Okay, vierter. Naja, warum wundert mich das nicht, aber na gut. Na gut, das soll es dann erst einmal gewesen sein mit dieser Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.